Ach, ich muss wieder Scharfschützen spielen. Da bin ich aber nicht gut drin, Freunde, dass ihr mir das anvertraut. Das ist aber eine große Ehre. Wow. Ich sehe keinen mehr. Ist da noch mehr? Ja, da. Oh shit, muss nachladen. Geile Knarre. Ich sehe nichts. Hab ich schon. Da ist noch einer. So. Ende hier. Sie haben die Villa erreicht. Alle Einheiten verteidigen den hinteren Flügel. Frag mich das Leere. Scheiße, was soll ich mit einer Shotgun? Ich brauche eine andere Waffe. Mist, kommt das her? Wow. Scheiße, bleib stehen. Sie sind im Perimeter. Nehmen wir die mal mit. Eine F2000. Was ist das denn? Cool. Scheiße, ich bin fast tot. Mist. Boah. Alter. Ich habe nichts gesehen. Krass. Gafarov. Du alter Halunke. Okay, komm mit. Ach, hier war das. So. Jetzt soll ich meine Usas mitnehmen? Ach, die ist ja fast leer. Nee, lass mal. So. Uff, Alter. Kann man nicht mal hier in Ruhe reingehen? Alter. Gafarov. Du alter Hund, du.
Ach, schon wieder hier. Wow! Oh, ey, das war nur eben 4. Mist. Alter, jetzt muss das Sterben hier aber aufhören, ey. Ich dachte, das wären nur 4 Stück, ey. So. Dieser Lumpen. Oh. Waren die schon tot? Du warst das eben, ne? Hier, habt ihr was? Und du kriegst meine letzte. Boah, rennt er doch nicht einfach rein. Alter, bist du ein schlechter Schütze, ey. Ist da noch einer? Jo. Kafferow ist unterwegs zum Helikopter. Haltet sie auf und fallt dann zurück zum Haupttor. Kannst du da добраться? План показывает дорогу внизу. Cool. Schwer. Da geil. Ah, ich nehme die. 414 Schuss, ey. Nice. Wo sind sie? Sie sind oben. Oh, Entschuldigung. So. Alter, ich liebe Granaten. Lasst sie nicht bis zum Helikopter kommen. Siehst du sie? Nein, noch nicht. Ich hörte, sie wären zu dritt. Blödsinn, kann nicht sein. Wie sollen drei Männer das schaffen? Tja. Там была дверь сзади. Дима, посмотри, можно ли их обойти. Natürlich kann ich das sehen. Ich komme nicht durch. Hä? Oh. Netter Versuch, ihr Burschenschaft hier. Ihr Buben hier. Aus der Hüfte. Oh, kleiner du.
Ah, da seid ihr ja. War ganz lustig da drin. Kleiner Hindernisparcours. Passt schon. Wow. Da oben brennt's, Alter. Ach, ist ja nur in der Ecke. Scheiße. Eröffne das Feuer. Ja, was soll ich denn machen? Oder sollte ich da hinrennen? Ich muss mir echt angewöhnen, die Anweisungen mehr zu lesen. Schnell! Vicky! Das ist ein Gebohr! Gime! Dabei, dabei, dabei! So leicht kommst du nicht, du Drecksack! So. Ab geht's in Pool! Ah, stopp! Hören Sie zu. Dieser Schlüssel passt in ein Bankschließfach in Genf. Der Inhalt gehört Ihnen. Bah! Ich habe sie nicht. Verstehen Sie? Mich wollen Sie doch gar nicht. Es ist... Ah! Es ist Solomon. Hören Sie, ich habe Informationen über Solomon. Ich weiß genau, was er vorhat. Und kenne den Zielort der Koffer. Machen wir einen Deal. Meine Freiheit gegen Informationen. Sie lassen mich gehen und ich sage Ihnen alles. Ich sage Ihnen, wo Solomon hin will. Ich weiß, was er vorhat und... Oh! Sie fuhren also dorthin. Sie und die, die übrig waren. Sie, Cole und Montez. Ich an Ihrer Stelle würde jetzt an meine Freunde denken. Ich würde mich fragen, was ich hätte anders machen können. Vielleicht wünschte ich sogar, es wäre mir passiert und nicht meinen Freunden. Sie kamen also bei Kafarovs Villa an. Vor dem größten Teil der russischen Einheiten und vor allen anderen. Nicht vor allen anderen. Dima war dort, oder etwa nicht. Und sie trafen eine Entscheidung. Eine folgenschwere Entscheidung für sie und über das Leben ihrer Leute. Und darüber, wie weit sie für ihr Land gehen würden. Sie wissen einen Scheiß über die Entscheidung, die ich treffen musste. Dann erklären Sie es mir. Überzeugen Sie mich. Wir teilten uns auf, um die Villa zu durchsuchen. Ich war allein. Okay, ich denke mal, jetzt spielen wir das von den Amerikanern, ne? Genau. Wie die in die Villa eingedrungen sind. Oh, ich bin allein? Na, sowas. Mach keine Dummheiten. Dieses Stück Scheiße hier hat Russland 3 Atomwaffen geklaut und an einen Mann namens Solomon verscherbelt. Dima! Solomon benutzt die Bellar. Er hat mindestens 2 Ziele, New York und Paris. Er transportiert die Waffen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bombe für New York will er sehr bald am Times Square zünden. Das darf nicht passieren. Wir können einen möglichen Krieg verhindern. Nur wir beide, keine Politiker. Kein Geld, das die Taschen wechselt. Nur 2 Soldaten, die die Wahrheit sagen. Hilf mir. Hilf mir, das durchzuziehen. Das war's. Ich muss jetzt gehen. Wenn du ihn nicht erschießt, werden Millionen sterben. Verbündete rücken an! Ich sagte, runter auf den Boden! Ah!
Scheiße. Denk daran, tu alles, was nötig ist, um Solomon aufzuhalten. Wir werden Solomon aufhalten.